Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Part, ne? Wir untersuchen jetzt mal die Punkte bei Deathwood, die so auf der Karte angezeigt werden. Irgendwo hier ist ein gelber Punkt. Da sind ja auch zwei direkt aneinander, deswegen gehen wir da als erstes hin. So, direkt hier in der Gasse. Da soll jetzt was sein. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ein vorhergesehener Kampf offenbar. Und hier ist noch was Zweites. Eine Karte. Hab noch eine weitere Deathman-Karte gefunden. Nice. Und den Kampf hätte ich so oder so machen müssen. Ich gehe auch noch die Fragezeichen in dem anderen Gebiet gucken, bevor ich einen Bosskampf mache. Keine Sorge, ich überspringe hier nichts. Ich mache alles. Oh, neuer Gegnertyp. Captain Spülung. Die Typen hauen einfach nur drauf. Blocke ab und warte auf deine Chance. Passe dabei auf deine verbleibende Kraft auf. Ich habe übrigens den langen Sprung gar nicht letztes Mal benutzt. Warte. Ja, es ist schön, dass die so stark sein sollen. Und einer weg. Was ich übrigens auch gemerkt habe bei Bosskämpfen, das gelbe Ding sollte man echt immer mitnehmen. Hau mal ab. Dann stirb halt. Ich wollte dich erst werfen. So. Dich kicke ich einfach weg. Wie viel Leben hat er denn noch? Ach so, der hat eine Leiste. Tschüss. Easy. Ich habe das Gefühl immer noch, wenn man die Skills nutzt, dass das die Leistung runterzieht. Aber am Ende des Tages ist mir es eigentlich auch egal. Hauptsache, ich habe den Kampf hinter mir. So, das ist geschafft. So, auf zum nächsten Punkt. Die ist auch direkt hier. Unter der Brücke offenbar. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich da ein Kätzchen verbirgt. Mit der Katze lag ich nicht falsch. I hear kittens. Wieder eine Katze weniger. Ich glaube übrigens, dass ich da erst was kriege, wenn ich alle eingesammelt habe. Weil ich habe einmal versucht, Jean anzusprechen und ich habe sie da nur gefüttert. Weil es geht ja um Jeans Kinder. Bei der Mission. So. Aua. Wo genau findet das jetzt hier statt? Ach so, weiter da hinten wahrscheinlich. Ja komm, das Ding steht schon richtig. Irgendwo in dem Gebiet hier. Muss halt ein bisschen gucken. Ah, da ist es ja. Ein blauer. So, Leute. Kampf beginnt. Und ist kein besonderer Kampf. Strawberry.
Mann! Was war das denn gerade für ein Spam-Angriff? Tschüss! Tschüss! Ich werbe ja erstmal, weil das füllt auch meine Kraft auf. So, tschüss! Und das ist der letzte. Easy going. Auch wenn ich am Ende nicht mehr viel Leben hatte. Das lag auch nur daran, dass ich 5 Schüsse auf einmal bekommen habe. Ich muss echt mal die Energie aufwerten. Also das Leben, was ich habe. Oh, sorry Leute, ich hatte gerade eben aus Versehen die Aufnahme pausiert und dadurch was rausgeschnitten. Da war so ein Gespräch mit Damon, da hat ihm irgendwer Zweifel eingeflößt, wer er überhaupt ist. Also es tut mir leid, das kann ich euch jetzt leider nicht zurückgeben. Ich hatte da halt wirklich aus Versehen die Aufnahme pausiert. So, tschüss! So, 2 direkt tot. Wo ist der dritte? Nee, im Ernst, wo versteckt er sich? Ah, da. So, du bist jetzt auch RIP. Richtig easy. Aber ich brauche noch einen weiteren roten, meine ich. Und SS. Was beeinflusst das? Ich verstehe es langsam nicht. So. Die Ebene haben wir geschafft. Dann geht's jetzt zu der da hinten. Wo ist mein Wagen? Da. Und dann muss ich noch am ganzen Ende von dem Distrikt hier gucken. Oh, guck mal, da ist es doch direkt. Ich habe perfekt eingeparkt. Wieder blau. Und nächster Feigt. Was habe ich diesmal vor der Nase? Ach, da brauche ich ja nicht mal die Fähigkeiten. So, zack. Aua. So, dich schalte ich jetzt aus. Tschüss. Das war's mit dir. Easy going. So, wenn es jetzt an den Fähigkeiten liegen, müsste ich doch jetzt eigentlich S kriegen. Mindestens. Nee. Ich glaube, man soll mehr von denen nutzen. Ich mache mal kurz einen Skip, bis wir da hinten sind, weil ich muss ein ganzes Eck dafür fahren. So, bin schon da. Ich guck mal eben kurz hinterm Haus. Ist hier irgendwo was? Nö. Okay. Letzten vorgesehenen Kampf, zumindest von dem Gebiet, dann können wir in das nächste. Get ready. Oh, hier brauche ich die Fähigkeiten. So, den hole ich mir. Oh,
Tschüss. Einer weg. Ich habe den Crazy Throw-Modus. Jetzt kann ich ihn ununterbrochen werfen. Besser in der League kann ich ihn werfen. Wenn ich den Modus habe, dann kann ich werfen, so viel ich lustig bin. Der macht Barrieren. Nochmal anheben und nochmal werfen. So, jetzt ist es egal, dass du Barrieren machst. Er ist durch die Partikel gestorben. So, und jetzt müsste ich hier die ich komme, wie viel ich für den nächsten Kampf brauche. Ich habe sehr viel Geld gefarmt. Und auch einige Chips hergestellt. Die kosten nicht viel. Nebenbei, da war auch ein Chip drunter, den habe ich hergestellt. Der ist praktisch, wenn es um das Suchen geht, weil der gibt dann Geräusche von sich. Also das macht das Suchen leichter. So, was sind die Turniergebühren? Ja, wie hoch sind die? Wir haben ja direkt einen bei uns zu Hause, ne? Ich muss eh über die Autobahn fahren, um dahin zu kommen. Zum neuen Gebiet. Wir gucken, wie viel muss ich einzahlen. So, und dann gucken wir mal nach. Wie viel muss ich denn blechen? Hier ist der Automat. Wie viel kostet es mich? 30.000. Habe ich die? Ja, habe ich. Kann ich direkt abgeben. Mann, aber nicht direkt im Fight. Ich will erst noch das neue Gebiet angucken. Passiert da noch was? You hate me, don't you? I don't hate you. I just don't like you is all. That counts as being in the hate category, but what would you know, huh? You making fun of me? I'm just being honest. Listen, value those who tell you the truth. Nobody speaks their mind in front of the prince. What? The people always say nice, happy things to you. But they're either talking shit behind your back, or they're knocking on you to the king. Definitely. 100%. Is this true? If you don't believe me, set up some cameras or something. This shit is not okay. I'm gonna execute them all. Hey now, calm down, Prince. That's textbook spoiled rich kid talk. Let it go. Forgive your enemies and make them your friends. That's how a real leader does it. Vanishing point. Will you keep being honest with me? Prince, I couldn't bullshit you even if I wanted. I hope not. You stay honest with me, too. Mann, was für eine Schlafmütze. So, der nächste Wettkampf ist bereit. Da ist wieder ein Podcast. This game for you. The hell is it? Go ahead, open it. What? You don't mind? What if it's a love letter or something? Love letter, my ass. Kimmy Love? Wait, for reals? It's for Kimmy's concert. It's an invitation to the VIP seats. Oh, shit. This is huge. Do you know her or something? Who the hell is that? Recently they say she's even bigger than Taylor. Yeah, she's famous. Really? This already sounds hella sketchy. Dude! Listen, just play along and accept the invitation. Otherwise you'll regret it for the rest of your life. I know I will at least. This concert is ich halt nichts von sowas. If it's serious shit, more reason to say screw it. The next ranked assassin is Vanishing Point. An alien criminal who steals memories. This should turn out to be a real battle of the minds.
I call before you show up. What? Is there something you do not want me to see? Hey, Sylvia! I'm subscribed to your channel, you know. The recipe stuff you do is awesome. I check it out for tips all the time. Thanks, Bishop. I really appreciate you always looking out for Travis. It really should be me doing it, but... Diversity! Diversity! I mean, I don't know what that means, but diversity is something people say at times like this, right? Are you acting as an agent for the ranking battles? Prince Fu has formed a business alliance with the UAA. So as the head organizer, I can move around freely. Die macht auch nur ihren Job, Travis. Right? What a catch of a wife. I know, right? Well, Travis is kinda simple-minded, so he doesn't realize what he's got here. I appreciate everything. For reals, I mean it. Okay, whatever. Accept this invitation and go to the concert. Vanishing Point will be there. Anyway, I'm kind of in a hurry. Ah, das war ein Liebesbrief von Vanishing. Okay, email me then. Don't you want a beer? Hold up. Tja. So, dann speichern wir hier jetzt mal. Und ich würde sagen, für heute habe ich dann genug getan. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Abo, Like, vielleicht auch einen Kommentar. Ich höre immer gerne eure Meinung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.